Hallo meine Löwen Kinders und herzlich willkommen zu einem neuen Lieblingsvideo von euren Lieblingslöwen. Okay, so Leute, es geht weiter mit Sweet Amoris. Wir spielen dieses wunderschöne Spiel und ich habe ein neues T-Shirt. Woo, Team Kenton. Ihr habt mir gesagt, es gibt einen Shop und ich habe es mir gekauft. Und ihr habt ja unter dem letzten Video geschrieben, wer eure Lieblinge sind. Und da wurde ich auch gefragt, wer mein Liebling ist. Und ein paar haben gerätselt, ist es jetzt Nathaniel oder ist es jetzt doch Kenton? Und es ist Kenton. Aber danach kommt Nathaniel und so. Kenton, Nathaniel. Da kommt lange nichts. Und dann kommt so Armin, Lysander und Castiel so ganz unten, weil Castiel mich nicht mag und ich mit ihm überhaupt nicht klarkomme. Und das ist schön für euch, dass ihr bei Castiel 100 habt. Ich komme mit ihm nicht klar. Okay, gut. Los geht's. Lalalalalala, Sweet Amoris. Zum Glück ist Jens da. Ja, haben wir schon gelesen. Wenn der frühere Gitarrist nicht herkommen kann, gibt es noch eine andere Person, die allen erklären könnte, wer dieses Mädchen wirklich ist. Nathaniel. Das habe ich gleich am Anfang gedacht, Mann. Sprich mit Nathaniel. Oh, Quatsch. Ich wollte bei der Schülervertretung reingucken. Das auch nicht. Nati. Und was wollte sie von dir? Was geht dich das an? Ich mache mir eben Sorgen, das ist alles okay. Ich weiß, dass Deppa dir schon einmal wehgetan hat und das möchte ich nicht nochmal, auch wenn du mich nicht leihen kannst. Im Gegensatz zu anderen komme ich alleine klar. Mach dir um mich keine Sorgen. Das beschäftigt mich trotzdem. Wie du willst, aber beschwer dich hinterher nicht. Pass trotzdem auf dich auf. Das beschäftigt mich trotzdem. Kümmer dich lieber um deinen Kram. Ich habe nichts Gutes über dich gehört. Die anderen irren sich. Ich habe nichts Schlimmes getan. Mann, die ganze Schule soll sich also irren. Wir sind also alle Idioten. Nein, das will ich damit nicht sagen, nur du gerade. Mann, ich hasse den Typen nicht zu Unrecht. Sie hat so getan, als wäre ich nicht da. Wolltest du mich etwas fragen? Nein, ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Ich suche Nathaniel. Und warum? Das ist privat. Wie du siehst, ist er nicht hier. Es bringt also nichts, wenn du noch länger hier bleibst. Ich hoffe, diese Geschichte ist bald vorbei. Ich halte es langsam nicht mehr aus, dass mich alle ansehen, als wäre ich ein Monster. Arme kleine Depper. Hast du Castiel heute schon gesehen? Ja, er hat seinen Look verändert. Er wirkt ziemlich durcheinander. Ich glaube, sie wiederzusehen hat ihn mehr ausgemacht, als er es zugibt. Solange er sich nicht wieder von ihr einwickeln lässt, das wäre ziemlich dumm von ihm. Es ging ihm wirklich schlecht, als sie weggegangen ist. An seiner Stelle würde ich das nicht nochmal versuchen, aber genug von ihm. Was ist mit dir? Geht es dir besser? Ist deine Angst überwunden? Wie sollte sie? Es ist schlimmer als vorher. Wirklich? Das würde bedeuten, dass das Ganze letztendlich gar nicht so schlimm war. Das ist ja beruhigend. Was ist denn los? Heute Morgen hat keiner mit mir geredet, nicht einmal Viola und Alexi. Die beruhigen sich schon wieder. Aber so lange kann ich nicht mit ihnen sprechen. Und das ist alles, worum du dir Sorgen machst? Das ist doch wohl schlimm genug. Oder nicht? Sag mal, Kenton, würdest du wieder mit deinen Ex zusammenkommen, wenn sie dich darum bitten würde? Meine Ex? Aber ich habe keine Ex. Ich hatte noch nie einen... Du hattest noch nie eine Freundin? Aber nur, weil ich es so wollte. Haha, wie peinlich. Das ist überhaupt nicht peinlich. Ich hätte es wissen müssen. Du spielst zwar den großen Macker, aber eigentlich hast du keine Erfahrung mit mir. Was? Das glaube ich dir gern. Du siehst jetzt schließlich wirklich gut aus. Und es gibt bestimmt viele Mädchen, die mit dir ausgehen wollen. Amber zum Beispiel. Ja. An ihr wollte ich mich nur rächen. Wir sind nicht zusammen gegangen. Okay. Ups, ich habe gegen ein Hundekörbchen getreten. Tut mir leid, mein Schatz. Was ist denn mit Castiel passiert? Wollte er Ken nacheifern? Dann ist sein Level up aber echt missglückt. Er wollte jemand zuliebe seinen Look wechseln. Hat er etwa auch einen Bruder, der ihn am Wochenende durch die Geschäfte schleift? Nein, das ist es nicht. Er ist Einzelkind. Das nenne ich Pech. Das muss todlangweilig sein, so lange mit seinen Eltern zu sein. Ja, das war es. Das war es. Und dann gibt es auch immer Streit. Boah! Kennt ihr es, wenn ihr so Einzelkind seid? Ich weiß nicht, wie es ist mit Geschwistern, aber so Einzelkind, ne? Und die Eltern streiten sich und dann wollen beide einen so auf seine Seite ziehen. Man steht da so, ich mag euch beide, ihr seid beide bestimmt sympathische Menschen. Darf ich jetzt wieder meinen PC? Ja, das war ich. Er lebt auch nicht bei seinen Eltern, sie sind im Ausland. Echt, er ist ganz allein? Nicht ganz, er hat einen Hund. Da sagt er jetzt einiges. Deshalb ist er so ein Versager, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Darin bist du aber auch nicht gerade ein Genie. Mach dich nicht lustig, er kann nichts dafür. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Dann hast du wohl noch nicht genug darüber nachgedacht. Das ist ja wohl offensichtlich. Hey, ich lebe auch nur mit meinem Hund zusammen. Oh Mann. Der Moment, wenn er so das Spiel beleidigt irgendwie. Nati, Nati, wo bist du? Dahin unterhält sich Iris, und Viola. Wer hätte das von ihr gedacht? Sie haben mich nicht bemerkt.
Die arme Deppa war ganz geschockt. Alexi und ich mussten sie trösten. Hört sich ganz so an, als würden sie von gestern sprechen. Das war wirklich gemein. Ich bin echt enttäuscht von ihr und ich dachte, sie wäre meine Freundin. Und ich fand sie immer so nett. Ich kann es kaum glauben. Vielleicht hat Deppa falsch verstanden, was sie ihr gesagt hat. Alexi hat gedacht, dass sie den ganzen Tag damit verbracht hat, zu beweisen, dass Deppa falsch ist, also. Aber ich hatte ja auch recht damit. Ich hätte mit Alexi drüber reden sollen, als ich das Gelegenheit dazu hatte. Mann, immer mache ich alles falsch. Das ist wie so ein wahren Leben. Mensch, dieses Spiel. Endlich, ich suche dich schon ewig. Brauchst du meine Hilfe? Wie hast du das erraten? Wenn du mich schon länger gesucht hast, dann wohl deshalb, weil du mich etwas fragen möchtest. Vielleicht wollte ich dich ja auch einfach nur sehen. Vielleicht habe ich dich auch nur gesucht, um dir ein bisschen zu ärgern. Nur sehen. Du warst schließlich mehrere Tage nicht da. Jeder wird eh mal krank, selbst ich. Und war es etwas Ernsthaftes? Ich war ja schnell wieder da, also nein. Ich habe mich beim Konzert bloß ein bisschen zu sehr verausgabt. Ja, stimmt, du warst großartig, ich liebe dich. Was wolltest du mich denn fragen? Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber Deppa ist wieder in der Schule aufgetaucht. Melody hat es erwähnt, ja. Sie hat mir übrigens geraten, dir lieber aus dem Weg zu gehen. Ja, die anderen meiden mich neuerdings. Deppa hat lauter Lügen über mich erzählt. Und warum kommst du damit zu mir? Sie hat mir erzählt, was damals passiert ist, bevor sie die Schule verlassen hat. Und warum hat sie das erzählt? Ich habe ihr nicht getraut und da hat sie lieber die Wahrheit erzählt. Und sie war sich sicher, dass dir sowieso niemand so eine Geschichte abnehmen würde. Sie benutzt also immer noch dieselbe Strategie. Ja, deshalb habe ich mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen wirst, die Wahrheit rauszubringen. Nathaniel, weißt du eigentlich, was ich dank ihr alles ertragen musste? Weißt du, wie das ist, wenn dich jemand hasst, obwohl du ihn Geist getan hast? Ja, seit gestern. Dann gebe ich dir einen Rat. Wenn du Kuss und Schaden vermeiden möchtest, ignoriere sie. Und ignoriere auch alle anderen, die sich von ihr haben einwickeln lassen. Wenn sie diesen miesen, diese Schlange glauben wollen, ist das ihr Problem, nicht deins. Aber ich kann das alles nicht so einfach ignorieren. Das würde bedeuten, dass ich sie gewinnen lasse. Aber sie hat doch schon gewonnen. Nathaniel, bitte, ich werde das nicht allein schaffen. Selbst mit meiner Hilfe wirst du es nicht schaffen. Vergiss diese Geschichte und geh den anderen aus dem Weg. Das ist die Gelegenheit, dich auf das Lernen zu konzentrieren. Aber, und Castiel, wir dürfen nicht zulassen, dass er sie noch einmal ausnutzen lässt. Ein Grund mehr, das ist das einzige Gute an der Rückkehr dieser Schlange. Sie wird ihn wieder ausnutzen, das wird ihm hoffentlich eine Lehre sein. Versuch mich nicht in irgendwas hineinzuziehen, was dieses Mädchen betrifft. Ich hatte schon genug Ärger mit ihr. Okay, er ist gegangen. Mann! Wenn ich irgendwie in der Sache weiterkommen möchte, muss ich mir einen anderen Verbündeten suchen. Aber wer hat sonst noch einen Grund, Deppa zu hassen? Sie hat niemand außer mir und Nathaniel offen etwas getan. Ups, hab mich drauf geklickt. Aber klar, Amber! Sie hasst sie noch mehr als ich. Da habe ich meine Verbündete. Oh Gott. Hilfe, eine Viertelsekunde lang habe ich Amber sympathisch gefunden. Also in der Sache finde ich so gut. Hast du vielleicht Amber gesehen? Amber? Du suchst Amber? Ja. Bist du jetzt so etwa so wie sie und möchtest dich deshalb mit ihr anfreunden? Nein, es ist nicht dasselbe. Wie hast du es bloß erraten? Du hast wirklich hier komische Ideen. Ist das ironisch gemeint? Ja, ist es. Ich möchte nicht so werden wie sie, aber ich möchte sie finden. Hast du vielleicht Amber gesehen? Amber, was ist denn los? Könntest du mal aufhören, mich alle... Könnten die mal aufhören, mich alle anzusehen, als wäre ich verrückt? Ich muss sie etwas fragen. Was hast du vor? Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ich möchte sie bloß um Hilfe bitten. Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Anwalt. Ich hätte vielleicht darüber lachen können, wenn es nicht um Amber ginge. Sie ist wirklich keine gute Gesellschaft, weißt du? Ich habe nicht vor, mich von ihr in irgendeine miese Sache verwickeln zu lassen. Versprochen. Das hoffe ich. Ich bin heute nicht gut in Vorlesen, also wirklich nicht. Hast du vielleicht Amber gesehen? Ich achte nicht besonders auf sie. Was willst du denn von ihr? Ich möchte sie um Hilfe bitten. Stelle ich dir etwa solche Fragen? Das ist sonst doch meine Antwort. Ey, ich habe es richtig geantwortet. Ich weiß, ich wollte dich ein bisschen ärgern. Du hast mir noch nicht gesagt, was du von dieser Tussi willst. Nichts Wichtiges. Pass besser auf, wenn du dich mit ihr einlässt, sonst bereust du es nachher noch. Ach ja, aber du mit Deborah, ne? 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 Ist doch so. Ist mein Hund gerade gegen den Tisch gehauen? Mauli. Ach ja. Oh nein, nicht du. Da habe ich es geschafft, dich den ganzen Tag nicht zu sehen und du verdirbst mir alles. Ausnahmsweise freue ich mich mal, dich zu sehen, Amber. Ach ja? Hast du etwa gedacht, dass ich dich plötzlich total nett finde? Würde nur, weil du fies zu Deppa warst? Ich weiß sehr gut, dass du nichts getan hast. Du glaubst mir?
Das hat damit nichts zu tun. Nachdem sie eben so getan hat, als würde sie heulen, war das nicht schwer zu erraten. Und wer weiß, dass sie nur so getan hat? Ich weiß sehr gut, wie man Krokodilstrainer kennt. Ich bin sozusagen die Erfinderin davon. An deiner Stelle würde ich den Mund lieber nicht so voll nehmen. Und warum hast du mich gesucht? Ich brauche deine Hilfe, um es Deppa heimzuzahlen. Und was springt dabei für mich raus? Die Befriedigung, Deppa mit ihren eigenen Waffen geschlagen zu haben? Dazu habe ich schon einen Plan. Ach ja, was hast du vor? Das geht dich nichts an. Das ist meine Rache, nicht deine. Aber zusammen werden wir stärker. Hast du nicht verstanden, was ich gesagt habe? Ich brauche dich für meinen Plan nicht. Im Gegensatz zu dir ist nicht die ganze Schule gegen mich. Und ich habe Freundinnen. Da brauche ich so eine Niete wie dich nicht. Und jetzt, wo die fälschlicherweise alle meinen, ist das gerade meine Chance. Und ich dachte, wir könnten endlich Frieden schließen. Falls ich dich irgendwann brauche, sprechen wir nochmal darüber. Aber ich würde lieber die alten Klamotten meiner Mutter tragen, als dich um Hilfe zu bitten. Es wäre wirklich nichts besonders schwer, sich zu ärgern. Was ist daran so lustig? Du musst schon ziemlich tief gesunken sein, wenn du mich um Hilfe bittest. Super. Das war das längste Gespräch, das ich je mit ihr geführt habe. Und trotzdem endet es wie eine andere. Gut. Versuche eine andere Idee zu finden. Du. Oh, er scheint ziemlich wütend zu sein. Worum habe ich dich eben gebeten, dich nicht in die Sache mit Deppa hineinzuziehen? Und du gehst gleich zu meiner Schwester und fragst, ob sie dir hilft. Aber das betrifft deine Schwester, nicht dich. Oh, es ist noch gar nicht so lange her, da konntest du sie nicht ertragen. Schwester. Doch, das betrifft mich auch. Sie ist meine Schwester. Sie hat auch unter der Sache gelitten. Tut mir leid, das wusste ich doch nicht. Du denkst auch gar nicht nach. Verhalte dich am besten ruhig und versuch nicht den Rächer zu spielen. Du hast sowieso schon verloren. Sieh es ein und gib die Sache auf. Nein! Nein? Nein, ich werde mir das nicht gefallen lassen. Wenn du dich von ihr einschüchtern lässt, meinetwegen. Ich nicht. Ich habe nichts getan und das werde ich allen beweisen. Wenn du zu feige bist, ist das deine Sache. Aber ich werde nicht dasselbe tun wie du. Ich bin gegangen, ohne ihm die Chance zu geben, zu antworten. Mir hätte es gut getan, das mal alles loszuwerden. Aber ich fürchte, ihm hat das wenig gefallen. Ich mache echt immer alles falsch. Iris sieht nicht besonders gut aus. Nein, alles ist in Ordnung. Warum? Sonst lächelst du mehr. Ich habe erfahren, dass eine Freundin von mir gar nicht so ist, wie ich dachte. Ich glaube, das würde jeden runterziehen. Eben hatte ich noch nicht den Eindruck, als würde ihr das so viel ausmachen. Ich frage mich, was so passiert ist. Normalerweise lese ich nicht, was Peggy in ihrer Zeitung schreibt. Aber diesmal ist der Artikel echt cool. Worum geht es denn darin? Am besten fragst du sie nach einer Zeitung. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben mich die Leute angelächelt. Es geht um mich. Möchtest du eine Ausgabe der Schülerzeitung? Worum geht es darin? Die Stars bei unserem Konzert in der Schule. Ich berichte über die Jungs und Depper. Wenn du einmal anfängst lesen, kannst du nicht mehr aufhören. Ich habe das Exemplar genommen und sie mir hingehalten hat. Von Iris schreibst du nichts? Warum sollte ich etwa über sie schreiben? Sie hat schließlich auch am Konzert angenommen. Sie war die Stütze der Band. Das ist doch egal. Die Leute wollen Sensationen und alle Augen waren nur mal auf die Jungs gerichtet. Aber ohne Iris hätte es kein Konzert gegeben. Guck mich nicht so an. Ich schreibe nur, was die Leute lesen wollen. Iris wird das verstehen. Die Arme. Sag mal, Peggy, wenn du jemanden dazu bringen möchtest, etwas zuzugeben, wie machst du das? Ich stelle es so an, dass dieser jemand gar nicht merkt, dass ich ihm die Würmer aus der Nase ziehe. Warum? Die Würmer aus der Nase? Nur so. Wenn du aber auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du das Gespräch mit der Person noch heimlich aufnehmen. Aufnehmen, so wie im Krimi, mit einem versteckten Mikro im Kragen? Die Informationssuche ist immer wie im Krimi. Und hättest du so etwas in der Art? Das siehst du doch. Ich hab es immer dabei. Kannst du mir das Mikro vielleicht leihen? Das ist ein bisschen groß und auffällig. Nein. Ah, okay. Sie scheint also auch wütend auf mich zu sein. Dann muss ich mir wohl selbst ein Aufnahmegerät kaufen. Okay, ich gehe ja schon in die Stadt. Ist ja klar. Ist gut. Mach ich. Gebe ich ja mein Geld aus. Ach, geht ja noch. Warum kann ich das nicht mit dem Handy aufnehmen? Jedes Handy hat eine Memo-Funktion. So, warte, was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich muss ich Deppa finden. Ich weiß, dass ich Deppa finden muss. Sprich mit Iris und kaufe und shop ein Diktiergerät. Das habe ich bereits. Du bist traurig, weil du den Artikel nicht erwähnt wirst, oder? Welcher Artikel? Und wieso sollte ich erwähnt werden? Der Artikel von Peggy. Ach, das ist nicht schlimm. Die Leute, die mir etwas bedeuten, wissen, dass ich dabei war. Das ist das Wichtigste. Du hast Peggy also nicht gebeten, das zu verbessern? Es war schon zu spät. Sie hatte die Zeitung sowieso schon gedruckt. Arme Iris, heute klappt auch nichts. Aber es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das ist doch normal. Und ich hätte das Konzert schließlich nicht stattgefunden. Also, dir hat mir das niemand gesagt. Danke. Sieht so aus, als wäre sie nicht mehr ganz so wütend auf mich. Yeah! Darf ich mal Deppa finden und ihr so ein paar Diktiergeräte unter die Nase halten? Ich habe das Aufnahmegerät und eine leere Kassette, um alles aufzunehmen. Dann wollen wir mal sehen. Deppa! Deppi!
Das ist nicht der richtige Moment, um zu fragen, ob er Deborah gesehen hat. Hast du Peggys Zeitung gelesen? Ja, warum? Das ist das erste Mal seit ihrem Artikel über mich und Amber, dass in dieser Zeitung erwähnt wurde. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Sie hat einen Artikel über dich und Amber geschrieben. Du hast Glück, wenigstens hat sie nichts Gemeines über dich geschrieben. Sonst wählt sie besonders gerne meine Abenteuer für ihre Artikel. Naja, darüber kann man schließlich auch ganze Romane schreiben. Das darfst du ihr nicht übernehmen. Hey, schon wieder was Gutes. Boah, ich werde langsam voll der Castell-Profi. Ich glaube, einmal ist es runtergegangen und zweimal gestiegen heute. Das ist ein Fortschritt. Er liest gerade die Schülerzeitung. Schon wieder. Debbie. Hast du vielleicht Deborah gesehen? Erst Amber, jetzt Deborah. Was hast du vor? Woher weißt du, dass ich Amber gesucht habe? Alex hat es mir erzählt. Er hat sich Sorgen gemacht. Da hat er sich nur etwas eingebildet. Er ist einfach zu sensibel. Er sollte sich lieber um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Eingebildet. Ich glaube eher, er hat recht damit. Ja, dann nicht. Maul mich nicht an, Mann. Ich habe schlechte Laune. Hallo, Deborah. Wir haben uns echt lange nicht mehr ganz allein getroffen. Du sagst gar nichts? Willst du mich einfach schon wieder beleidigen? Dabei hat sie eine weinerliche Stimme ange... Willst du mich etwa schon wieder beleidigen? Du kannst dir die Opfernummer sparen, wir sind allein. Komm schon, mach dich nochmal über mich lustig. Gerade das macht mir ja Angst. Bist du etwa gewalttätig? Nein, das weißt du sehr gut. Nein, ich weiß gar nicht. Ich kenne dich schließlich nicht. Alles, was ich über dich gehört hatte, hat sie als falsch herausgestellt. Mist, die muss etwas gemerkt haben. Was hast du vor? Ich beobachte dich nur, das ist alles. Wie schaffst du es nur, so ängstlich zu klingen, wenn sie dabei ein breites Grinsen im Gesicht hat? Komm mir bloß nicht zu nah! Oh nein, diesmal gewinnst du nicht. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Ich wollte gerade weggehen, als sie sich auf mich gestürzt hat. Wir sind beide hingefallen und sie hat den Moment genutzt, um mir das Aufnahmegerät aus der Tasche zu ziehen und es auszuschalten. Hältst du mich etwa für blöd? Wenn du wüsstest, wie oft solche Idiotinnen wie du mich schon damit in die Falle locken wollten, ich weiß schon, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Sie hat die Kassette zurückgespult und sie abgespielt. Es klang darauf, als hätte ich mich auf sie gestürzt und nicht umgekehrt. Wenn ich wollte, könnte ich das Ganze noch ein bisschen weiter treiben und mir noch ein paar blaue Flecken zufügen. Aber du hast mich mit deiner Nummer so gut unterhalten, dass wir es bei einer kleinen Rangelei belassen wollen. Du bist so mies! Wenn du dich ruhig verhalten hättest, wie der lieber Nathaniel, hättest du solche Probleme nicht. Und jetzt entschuldige mich, ich muss Peggy eine Aufnahme vorspielen. Nein, gib mir sofort die Kassette zurück! Sie hat mir heftig geschubst, damit ich hinfalle. Versuche lieber nicht mehr, dich mir in den Weg zu stellen. Bevor ich Zeit hatte aufzustehen, war sie auch schon weg. Warum ist das auch schon wieder schiefgegangen? Weil du nicht zwei Aufnahmegeräte hattest. In dem Moment nimmt man sein Aufnahmegerät und ein Handy. Dann hätte sie das Aufnahmegerät und hätte es weiter aufgenommen. Ha? Ha? Klingt logisch. Ist so. Gut. Hast du Deborah gesehen? Nein, warum? Sie hat etwas, das mir gehört. Hör lieber auf, dich ständig zu belästigen. Ich muss unbedingt verhindern, dass sie den anderen die Kassette vorspielt. Und zwar schnell. Hast du Deborah gesehen? Sie war eben mit Peggy im Treppenhaus. Warum? Oh nein, nicht mit Peggy. Deborah und Peggy unterhalten sich unten im Treppenhaus. Warte, Peggy, es ist nicht so, wie du glaubst. Das sagst du im Moment ziemlich oft, weil es die Wahrheit ist. Hat sie dir wehgetan? Wenn das der Fall sein sollte, müssten wir erst mit der Direktorin sprechen, bevor ich etwas über die Sache veröffentliche. Sonst erzählt sie mit der Erlaubnis, die Zeitung herauszugeben. Weiter. Nein, alles in Ordnung. Ich konnte mich wehren. Super, vielen Dank, Dani. Was täte ich bloß ohne dich und den Quatsch, den du immer anstellst? Nein, ich flehe dich an. Das war alles ganz anders. Sie wusste, dass ich ein Aufnahmegerät hatte und hat es ausgenutzt. Und wie kann man ein Aufnahmegerät ausnutzen? Es nimmt Gespräche auf, das ist alles. Sie weiß eben, was man an sowas macht. Werd bloß nie Anwälten. Du wirst keinen einzigen Mandanten retten. Sie ist weggegangen und hat mich mit Deborah allein gelassen. Ich fand Peggy schon immer toll. Du nicht auch? Du bist so mies. Soll ich es bloß tun? Ich wollte das Ganze hinbiegen und habe das Gegenteil erreicht. Emma und ihre Freundin kommen kichernd aus der Toilette. Sie haben einen Eimer in der Hand. Was macht ihr da? Nichts, was sich etwas angehen würde. Warum lauft ihr mit einem vollen Wassereimer in der Schule herum? Ich habe doch gesagt, dass sich das nichts angeht. Also zieh Leine. Sie planen irgendwas Gemeines, das ist sicher. Ah, Nathaniel, beim letzten Mal habe ich ihn weggeschickt. Mit ihm sprechen, ihn ignorieren. Er ist schließlich nicht meine Schuld, wenn er sich wie ein Idiot aufführt. Ich mache bestimmt nicht den ersten Schritt. Peggy scheint einen neuen Knüller für die Zeitung zu haben. Vielleicht geht es darum, dass die Lehrer mit dem Geld vom Konzert planen. Oh, das hatte ich schon völlig vergessen. Ich nicht. Ich wusste gern, was sie da auszeigen. Dann könnte ich schon mal eine Entschuldigung vorbereiten, wenn ich keine Lust drauf habe. Du bist echt ein Faulpelz. Wenn du mich fragst, bereitest du die Entschuldigung am besten jetzt schon mal vor. Dann hoffe ich, dass sie etwas ausdenken, was dir auch gefällt. Warum? Ich würde dich gern wenigstens einmal außerhalb der Schule sehen. Dafür brauchst du doch keinen Schulausflug. Ah, wie süß. Peggy scheint eben sehr zufrieden zu sein. Das hat doch wohl nichts irgendwas mit dir zu tun. Doch, leider. Was ist denn passiert? Ich erzähle es dir später. Emma und ihre Freundin bereiten irgendwas Mieses vor. Ich muss sie beobachten. Du könntest dich auch ausnahmsweise mal um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Aber wenn sie versuchen, jemanden zu schaden, nachdem ich sie aus der Toilette gekommen habe, ist das auch meine Angelegenheit. Ich wüsste zu gerne,
Du bist echt ein aussichtsloser Fall. Ja, bin ich. Hi, ich heiße Dani. Du siehst nicht besonders gut aus. Ist ja wohl verständlich, kaum bin ich mal 2 Tage nicht da, schon bricht in der Schule das Chaos aus. Wie wäre es lieber, alle wären wieder so wie vorher? Dann hättest du ihm keinen Streit suchen dürfen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe nichts getan. Ich habe keine Ahnung, ich war nicht da. Leider. Ich habe das Gefühl, ich wäre besser hier gewesen, als Deppa zurückgekommen ist. Und warum? Ich scheine zu glauben, dass alles so wie früher ist, weil die anderen sich gefreut haben, sie wiederzusehen. Dabei, da muss im Moment ziemlich durcheinander sein. Er tut mir wirklich leid. Solange du dich nicht wieder auf sie einlässt, ist alles in Ordnung. Du solltest mit ihr reden, vielleicht verschwindet sie dann wieder. Ich freue mich zu sehen, dass du zumindest noch bei klarem Verstand bist. Das ist etwa, ich wäre durchgedreht. Nein, das meinte ich nicht. Und schon wieder Nias. Mir geht es gut und ich brauche niemanden, der sich in meine Angelegenheiten einmischt. Ich weiß schon, was ich tue. Sieht aber anders aus. Sie sind in der Treppe hinauf zur ersten Etage gegangen. Ich bin ihnen unauffällig wie möglich gefolgt. Oh, ich bin zum ersten Mal in der oberen Etage. Da sind sie, die stecken direkt am Fenster. Warte, bis sie vorbeikommen und ziele dann gut. Sie haben den Wassereimer auf das Fensterbrett gestellt und warten darauf, dass unten jemand auf den Hof kommt, um dann den Eimer zu leeren. Da ist sie, leert den Eimer. Mach durch. Sie haben den Wasser auf den Hof geschüttet und sind kichernd aus dem Raum gegangen. Ich bin ans Fenster gegangen, um den Schaden... Oh, ich denke, alle ich bin's, anzusehen. Du miese Kleine! Deppa war von oben bis unten durchnässt. Ich war das nicht, ich schwöre, es war Emma. Aber Emma und ihre dämlichen Freundin hatten den Raum schon wieder verlassen. Was ist denn passiert? Warum bist du denn so nass, Deppa? Ich denke, alle ich wär's. Oh Gott. Wenn ich aufgehalten hätte, wär's auch ich. Wirklich, das stinkt ja widerlich wie Wasser aus dem Klo. Hey, da oben ist jemand. Oh nein, alle gucken mich an. Ich sollte lieber aus dem Raum gehen. Ernsthaft, ich bin schon wieder schuld. Die Schülerin Dani wird gebeten, unverzüglich ins Lehrerzimmer zu kommen. Das ist die Stimme der Direktorin. Das gibt bestimmt Ärger. Gut. Ich habe nichts gemacht. Die Direktorin wirbt ungeduldig mit dem Fuß. Neben ihr steht die durchnässte Deppa. Das hat dir Spaß gemacht, was? Das war ich nicht. Aber ich gebe zu, es ist ganz lustig. Was passiert? Das ist vielleicht eine Erklärung. Ich war das nicht, Frau Direktorin. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Sie lügt. Seit ich in der Schule zurückgekommen bin, bedroht sie mich. Das stimmt nicht. Es ist genau umgekehrt. Bedroht? Ist das dein Ernst, Deppa? Nein, hören Sie nicht auf sie. Dich habe ich nicht gefragt. Aber, und Deppa hat noch einmal erzählt, was heute alles passiert ist. Das hätte ich nie von dir erwartet. Ich muss leider deine Eltern rufen und du bekommst einen Tadel. Und jetzt raus hier. Ich wäre heute Morgen wirklich besser im Bett geblieben. Gut, na, ich gehe zurück auf den Flur. Ich war doch im Flur. Ich glaube, ich hatte das nicht mehr aus. Du! Was ist los? Du benimmst dich echt wie ein Kleinkind. Du hättest sie mit dem Eimer verletzen können. Was geht eigentlich in deinen Kopf vor? Das war ich nicht. Dann ist der Eimer also ganz von alleine auf der Leibhaar gefallen. Du willst dich wohl über mich lustig machen. Emma und ihre Freundinnen haben... Ich warne dich ein letztes Mal. Wenn du so weitermachst, wirst du es noch bereuen. Das schwöre ich. Lass einfach alle in Ruhe. Deppa ist nur zurückgekommen, um mir einen Vorschlag zu machen. Bei den ganzen Theater, den du veranstaltest, kann ich nicht mal in Ruhe darüber nachdenken und mich entscheiden. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich auf so ein Niveau herablassen würdest. Nur um eine Rivalin loszuwerden. Und für was auch immer du sie hältst. Warte bitte genau deshalb... Na, ich habe Geist gesagt. Ich muss es ihm erklären. Hinterm Treppenhaus. Castiel, warte. Ich schwöre, ich habe nichts getan. Wenn du mir zuhören willst, könnte ich dir alles erklären. Deppa hat dich manipuliert und sie fängt schon wieder damit an. Sie versucht, mich aus dem Weg zu räumen, nur um ihre Pläne umzusetzen. Ich mag dich, Castiel. Und deshalb möchte ich nicht, dass sie noch einmal mit dir spielt. Bitte glaub mir. Hau ab. Bitte. Hau ab und zwar auf der Stelle. Und sprich mich nie wieder an. Vergiss, dass ich existiere und lass auch alle anderen in Ruhe, die mir etwas bedeuten. Aber Castiel... Ich wollte dir doch nur helfen. Ich wollte, dass alle merken, dass mich niemand mehr für etwas hasst, das ich nicht getan habe. Ich wollte doch nur, dass die Wahrheit rauskommt und du. Oh Mann, das habe ich schon im letzten Bild genommen. Egal, das nehme ich nochmal. Oh, warte, das habe ich falsch. Mann, warum sind alle so gemein zu mir? Ich bin doch die Liebe. Wo ist denn jetzt mein Push-Ding hin? Oh Gott, wie geht denn das jetzt? Bin ich dumm? Bitte nicht sagen. Ach hier, Region. Oh. Gut. Idiot! Ich bin davon gelaufen. Oh, ich bin so süß. Oh Mann. Ich hatte mir doch geschworen, nicht zu heulen. Dani, was ist los? Nichts.
geht schon wieder. Nein, du hast doch was. Ich hab dich noch nie weinen sehen. Es ist nur... Irgendwie ist alles immer schlimmer geworden. Alles? Was meinst du damit? Dabei wollte ich nur, dass alles wieder in Ordnung kommt. Das ist einfach nicht fair. Dani. Oh, das nehme ich als Bild. Oh Mann, das ist süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Warum sind meine Haare pink? Egal, es ist trocken. Kenton hat mich in den Arm genommen und fast an sich gedrückt. Ich konnte hören, wie sein Herz klopft. Hör bitte auf zu weinen, ich bin ja da. Danke. Wir sind so einen Moment lang mitten auf dem Gang stehen geblieben. Geht es dir besser? Ein bisschen. Du sollst dir wegen solchen Kleinigkeiten nicht so große Sorgen machen. Natürlich war die Sache mit dem Wasser und Debra gemeint, aber ich bin mir sicher, du meintest es eigentlich so. Aber ich war das nicht. Es waren Amber und ihre Freundinnen. Ich habe das Ganze nur beobachtet. Du hättest versuchen müssen, etwas zu unternehmen. Es tut mir leid. Und ich muss sagen, deine Attacke auf Debra war auch nicht gerade klug. Das habe ich auch nicht getan. Ich habe Ken die ganze Geschichte erzählt. Ist das dein Ernst? Ja. Der werde ich mal ein paar Dinge zeigen, die ich auf der Militärschule gelernt habe. Dann werde ihr das Dach bestimmt gehen. Du glaubst mir also? Ja, es tut mir leid, dass ich dich nicht eher zugehört habe. Okay. Kenton, vielen Dank. Nimm mich nicht so. Scheint ihn trotzdem noch ein bisschen zu freuen. Und wenn ich dir beim nächsten Mal sage, tu am besten alles, um dich so in den Schlamassel zu reiten, bleibst du dann ruhig? Darum hatte ich dich doch eigentlich gebeten. Oh Jens, ich wollte dir eigentlich bloß helfen und dann ist alles schiefgelaufen. Das habe ich gemerkt. Ein Tal und eine Anti-Daniel-P-Gruppe, die sich gebildet hat, hast du wirklich gut hinbekommen. Ich weiß. Gibt es wirklich eine Gruppe, die sich gegen dich gebildet hat? Ja, es war leider ernst gemeint. Aber ich habe auch gute Neuigkeiten. Ich habe eine geniale Idee, wie wir Depo eine Falle stellen können. Damit wird sie nicht rechnen. Und was ist das für eine Idee? Sollten wir das nicht lieber in einem ruhigen Ort besprechen, als hier auf den Gang? Okay, lass uns gehen. Super, du hast die Episode beendet. Wir sind Episode 7. Episode beenden. Die Maske fällt. Wenn es nicht möglich ist, alle der Bravas Gesicht zu zeigen, brauchst du einen anderen Plan, um ihr es heimzuzahlen. Rosalie hat eine Idee. Gut, Leute, das war's. Oder wir lesen noch zwei E-Mails lesen wir noch. Zwei. Wir nehmen erstmal Freundschaftsanfragen an. Hier, ne? Annehmen. So, dann lesen wir einfach mal die neueste. Hab ich mir so gedacht. Einfach so. So. Dani, du bist die Beste, bleib wie du bist. Denn du bist perfekt. So, ich liebe deine Videos und du bist mein Vorbild. Du bist die einzige YouTuberin, die ich beneide, ich liebe deine Videos. Vielen Dank. Aber du brauchst mich nicht beneiden. Nein, das braucht ihr echt nicht. So, weiter. Und eine alte. Da, ba, 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 runter, 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 runter. Was ist denn das eigentlich? So ein Geschenkkopf. Voll lustig. Runter, 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 runter. Ha! Ach, das ist ein Smiley so. Ist das so? Hä? Was ist das so? Hey! Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!